Hier ist für Sie die Moderatorin unseres Microsoft Business Summit 2019, Christiane Stein. Meine Damen und Herren, Sie sind auf dem absoluten Hotspot für Menschen und Unternehmen, die digitale Transformation vorantreiben und aktiv gestalten wollen. Hier dreht sich alles um Digitalisierung und digitale Transformation. Ich würde uns ja wirklich nicht als langweilig bezeichnen, ne? Aber würdest du dich so, nee, hast du schon mal einen Bungee-Sprung gemacht? Nee, habe ich nicht, werde ich nicht, traue ich mich nicht. Also Vernetzung, Kooperation, Netzwerke unter den Robotern untereinander führt zu schnelleren Lernerfolgen, haben wir absolut gelernt. Es klingt aber auch nicht so total beruhigend, dass die sich jetzt gegenseitig ganz viel beibringen, oder? Ja, natürlich. Man muss ja immer auch sehr, sehr aktiv mit den Menschen darüber kommunizieren, was wir da gerade tun. Christian Lindner. Wir werden das Thema Cloud noch ein bisschen vertiefen. Wir haben es ja eben schon einige Male angesprochen. Cloud ist ja im Grunde genommen ja das Rückgrat der Digitalisierung und einer unglaublichen Dynamik. Und es ist für jeden Einzelnen und auch für die Unternehmen mittlerweile sehr schwierig, im Alleingang bei diesen Geschwindigkeiten standzuhalten. Manchmal braucht man auch Mut für Neues. Ich habe immer Probleme mit Klischees. Ja, große Konzerne sind innovationsfreudig, kleine sind innovations- und agiler. Hier sind die Nachrichten bei NTV. Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Zu dir. So machen wir es. Und jetzt legen wir los. Cyber-Erpressung, das scheint ja ein richtiger Trend zu werden. Wir fragen jetzt natürlich erstmal, was sind solche Attacken, solche DDoS-Attacken? Tommy hat es gerade schon gesagt. Wie funktionieren sie? Aber das Wichtigste natürlich, wie kann man sich vor ihnen schützen? Ja, ich muss mal sagen, in Zeiten, wo man ja gar nicht mehr real anwesend sein muss, um dabei zu sein, man muss ja heutzutage gar nicht mehr aus dem Haus gehen, um irgendwas mitzubekommen. Ich bin sehr gespannt auf seine Inhalte heute. Du bist ja ein tief mehr entspannter Typ. Das Ganze dauert irgendwie mittlerweile 12 Monate, wenn man einen Forschungsantrag stellt, und ein Ziel wäre ja 5 Monate. Ich finde, 5 Monate klingt ja auch noch irgendwie unglaublich lang. Sieht so aus, als wäre es bei dir immer so steil nach oben gegangen. Das ist offensichtlich gar nicht so. Nein, überhaupt nicht der Fall. Und mich hat einfach diese Technologie so sehr begeistert, dass ich dachte, jetzt muss ich was zurückgeben. Und ich habe letzte Woche einen Post von dir gelesen, wo du Deutschland ein Zeugnis geschrieben hast. Und ich als Mutter kann solche Zeugnisse ja ganz gut lesen und ich weiß, wie da so versteckte Botschaften drin sind. Und in Summe ist unser Zeugnis tatsächlich im Moment noch so ein bisschen gemischt. Und morgen geht es dann hier weiter um 9 Uhr mit dem Plenum. Bis dahin wünsche ich Ihnen ganz viel Spannendes hier zu entdecken. Wir hoffen, wir konnten Sie hier schon mal ein bisschen aufrütteln für all die Themen, die uns gerade beschäftigen. Viel Spaß!